Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, jetzt werden wir die Quest Kriegserklärung kurz weiterverfolgen. Keine Ahnung, wo sie mich hinschickt. Aber für den Fall, dass dort in der Nähe auch ein Jagdauftrag abgeschlossen werden muss, könnte ich dann ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Okay. Zur imperialen Basis begeben. Für welche Stufe ist diese Quest? Stufe 8. Okay, dann sind wir wenigstens noch zwei Level im Vorteil. Malerische Liefertour. Stimmt ja. Dafür soll ich zu diesem Galdin Kai. Eine neue Motorklinge, eine neue Drainierlanze. Stimmt, Motorklinge, das und Drainierlanze. Was braucht er dafür nochmal? Ach ja, irgend so ein Schnurrhaar. Eieiei. So, jetzt ist die Frage. Oh, da ist jetzt eine weitere Quest bei Hammerhead aufgetaucht. Und ja, so wie es aussieht, die Basis oder der Weg zur Basis liegt eindeutig näher. Okay, ich würde sagen, wir nehmen unser schickes Auto. Automatisches Fahren. Nein, nicht zum Parkplatz. Zum Aufgabenziel. Kriegserklärung. Ja. Nein, nicht. Lasst Okay. nichts Ah. liegen. Okay. Schwein gehabt. Ich dachte, ich hätte jetzt übereilig wieder einmal zu viel X gedrückt. Aber nein, ich muss ja aktiv das Steuerkreuz noch betätigen, bevor ich X drücke, wenn ich die Schnellreise, die ja Geld kostet, machen möchte. Puh. Wer ist diese Monika überhaupt? Ein Mitglied der Königsgarde, wie Gladio und ich. Mein Vater vertraute ihr, wie auch Dustin, dem Gardisten, der Iris begleitet. Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Ich wollte schon sagen, werden wir hier in der Nähe parken oder... Ein kleiner Spaziergang durch die Wildnis? Es geht nichts über die freie Natur. Na, sieh. So. Ja, auf den Straßen ist echt nichts los, aber das erwartet man ja auch bei einem Krieg. So, maximale Kapazität erreicht. Hoffentlich greifen die Tiere mich nicht an. Ich versuche ihnen noch aus dem Weg zu gehen und es scheint zu funktionieren. Jawohl. Nice. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Ich soll alleine mit Chor weiter? Ja, was dagegen? Basis mit Chor infiltrieren, einen Rückzieher machen. Nee, nee. Let's go. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Okay. Ah, bewegen, okay. Ganz vorsichtig. Und da wären wir. Ach, da kommt er ja schon. Mensch, gutes Timing. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Alles klar, Alter. 3467 Lebenspunkte. Meine Güte. So. Ich überlege gerade noch 533 weitere Lebenspunkte und ich könnte gegen dich im Duell antreten. Zeit für ein Duell. Wow. What? Okay. Epische Musik. Bams. Ich liebe den Speer.
Sind hier noch welche? Scheinbar. Ah, hi. Bams! Ich glaube, das war leicht verfehlt, oder? Mist. Ah, der ist wenigstens schön ins Feuer reingelaufen, der Trottel. Wenn du hier bist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Ich muss also selbst stärker werden. Okay. Oh, die Musik ist gerade zu episch, ich weiß. Aber dennoch, ich habe jetzt den letzten Feuerzauber verbraucht. Ich werde jetzt mal auf Eis. What? In diesem Plakon? Nein. Inhalt wegwerfen? Nein. Ich will ihn ausrüsten. Aber stimmt, das muss ich dann ja bei Ausrüstung machen. Noctis, ich nehme, beziehungsweise ich verbrauche erst einmal den schwächeren Eiszauber, den ich habe. Der muss weg. Und ihn einfach wegzuschmeißen, finde ich zu verschwenderisch. Deswegen, ich benutze ihn erstmal. Bams! Ha, geil, wie er da hängt. Zack. Und jetzt noch... Nein, nicht den. Den da. Das gibt's doch nicht. Da. Dance. Jawoll. Der hat gesessen. Oh, MP-Stase. Mist. Gibt's hier irgendwo einen Punkt? Ein Warp-Punkt. Okay, dann eben nicht. Einmal so erholen. Besser als gar nichts. Warte mal, was habe ich? Oh, Löwenherz. Was ist denn das? Alter! Der hat 3500 Damage gemacht. Ja wie, das hat jetzt nicht getroffen. Was soll das denn? Komm schon. Ach shit, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Das war ja einfach. Hättest du damit Probleme, wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe. Das hätte ich sogar alleine geschafft. Oh, die Musik ist gerade zu episch, Leute. Haben die anderen da draußen alleine klar? Konzentrier dich voll und ganz auf deine Aufgabe. Ja, schon kapiert. Okay. Hi. Zack. Ups. Nein, doch nicht den. So Mist. Heiltrank. Noctis. Ja, über mir. Nein, doch. Genau, richtig. Perfekt. Nice. Damit wäre der erste Scharfschütze schon mal weg. Ah, da. Na, endlich. Ich wollte da auch selber hoch. Puh. So, Dele, wohin jetzt? Dadurch? Nee, Quatsch, von hier komme ich doch. Oh. Ach, natürlich. Muskelstähler. Klingt nach einem angriffssteigernden Medikament. Oder Item. Egal was. War's das schon? Nice. Noct! Und der General. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg.
Sehr gut. Oh, oh. Nicht bewegen. Stehen bleiben. Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden. Oh je. Na, das wird ja lustig. Loki Tummels Magitech zerstören. Okay, Moment. Magie. Jetzt nehme ich den, nein, stärkeren Magiespruch. Beziehungsweise, komm. Wir kombinieren mal. Ich würde sagen, 30 Feuerelement. Doch. Genau. Hallo? Wie komme ich jetzt nochmal zu den anderen? Ah, so. 30 davon. Und 30 davon. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rumkommt. 30 von jedem Element ergibt... Oh, Ares Une 1 mal 3. Wirkt Feuer, Eis oder Blitz. Okay. Nehme ich. Wow. Ups. Oh nein. Zwei von uns sind jetzt im kritischen Zustand. Oh shit. Hilfe. Hilfe. Bereit für mehr? Okay, danke. Prompto, wo ist Prompto? Wo ist Prompto? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, okay. Bin ehrlich gesagt etwas mitgenommen. Löwenherz! Ist der stärkste Angriff. Bams! Oh, Schande. Niedergeworfen, okay. Sehr gut. Ja, hoffentlich. Erstmal volle Kanne draufhauen. Sehr gut, sehr gut. Schön kaputt machen den Scheiß. Hilfe! 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 Ich weiß, ich kann Items benutzen, aber verdammte Axt nochmal. Ich will mir das alles aufsparen. Was? Ach, ihr Säcke! So. Ich kümmere mich schön um die Scharfschützen. Ihr kümmert euch um den Mega-Mech. Unmöglich. Oh, Ignis. Ich laufe mal schnell zu ihm. L1. Verdammt. So, okay. Ja, so ist richtig. Löwenherz. Nochmal. Sehr gut. Und nochmal. Einmal können wir noch. Go, go, go. Bams. Wow, Loki ist aber schnell gestorben. Großartig. Wenn ein Charakter schon Loki heißt, dann habe ich erwartet, dass er länger leben würde. Ich meine, sehr zugegeben... Gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander.
Danke. Aufgabe abgeschlossen. Kriegserklärung. Nice. Oh, guckt euch die Erfahrungspunkte hier an. Mm, lecker, lecker, lecker. Und nein, ich werde sie immer noch nicht einlösen. Auch wenn es mich in den Fingern juckt. Oh, ich bekomme die Bronzetrophäe Ahnenforschung. Damit wäre die Straßensperre wohl hier aufgehoben, was? Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Ja. Hm. Das war jetzt schön nice. Das war quasi ein weiterer Boss. Oh. Werden uns jetzt alle, weil das Kapitel beendet ist. Na gut, Mist. Ah, bei Noctis hat's noch für Level 14 gereicht. Okay, warum hat er jetzt ein paar mehr Erfahrungspunkte als die anderen gekriegt? Ja, okay, stimmt, weil er ja für kurze Zeit von den anderen getrennt war. Ich vergaß. Dadurch haben die anderen drei natürlich die Erfahrungspunkte nicht verdient, die er gemacht hat. Oh, Gladiolus Überleben Stufe 3. Findet nach Kämpfen gelegentlich Supertränke. Sehr gut. So, was haben wir hier? Okay. Ich will ja nichts sagen, aber hier sieht ein kleines bisschen höllisch aus, um es mal so zu sagen. Das speichere ich mal. Ja, ein Erinnerungsfoto von ihm, warum nicht? Von ihr auch. Unser erster Dungeon. Ja, das Viech. Oh boy. Das speichere ich. Tja. Beim Kampf gegen den Mac. Okay. Einmal vom Mac vor dem Kampf, einmal vom Mac beim Kampf. Speichere ich auch beide. Oh, das eher weniger. Okay. Sehr, sehr schön. Kapitel 3, die weite Welt. Das Imperium ist ein mächtiger Feind und Noctis hat einen langen Weg vor sich, wenn er den Kristall zurückerobern will. Auf der Suche nach der Kraft der alten Könige brechen die vier Freunde in eine weite Welt voller unbekannter Wagnisse auf. Ich hoffe, ich kann jetzt immer noch das eine Gebiet um Hammerhead herum betreten. Nicht, dass es jetzt heißt, ja, Kapitel 3, jetzt kannst du nur das Gebiet betreten. Aber glaube ich nicht. Wir können gleich schön zurückfahren und die Jagdaufträge noch mitmachen. Ja, schade eigentlich. Ich hätte die Erfahrungspunkte eindeutig vorher noch irgendwie anders investieren sollen. Zumindest in einen Wohnwagen. Dann hätte ich einen, ja, 1,2-fachen Bonus gehabt noch. Wäre nicht viel gewesen, aber besser als nix. Ja, schade eigentlich. Schade, dass man nicht beim Beenden eines Kapitels nochmal einen Bonus kriegt. Aber naja, Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie. Beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut. Doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Mit Vollgas raus in die weite Welt. Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos,
Ah, Chocobos! Hinter Daska liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listalum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja, mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja. Die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Okay, ich find's geil, dass Prompto und ich die gleiche Reaktion auf Chocobos hatten. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Oh, hier werden uns gleich zwei weitere Nebenmissionen. Genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Jo, du kannst im manuellen Modus ab sofort selbst den Regalia fahren. Konnte ich das nicht schon vorher im manuellen Modus? Das hat doch da auch funktioniert, oder nicht? Soweit ich mich erinnern kann. Telefon. What? Hallo? Noct? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Listalum geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja, ich melde mich. Bis dann! Nice. Familienbande Iris in Listalum treffen. Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Okay. Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobos angucken. Hey, schon vergessen, dass wir nach Listalum müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Na komm. Ich will auch die Chocobos sehen. Hurra! Chocobo Freuden. Okay. Nett. Jetzt kann ich doch tanken. Für 10 Gil. Ja. Nehme ich. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch noch die zwei Nebenmissionen hier mit, die sich uns gerade anbieten. Ach dort. Mitten im Nirgendwo. Okay. Da ist ja Sanya. Was? Die kennst du? Ja, ich habe sie in Hammerhead kennengelernt. Stimmt. Hab gesehen, wie ihr euch unterhalten habt. Lasst uns mit ihr reden. Wird sicher interessant. Sie weiß viel über die Fauna hier. Das kann nicht schaden. Okay, wilde Wasser sind tief mit Sanya sprechen. Ah, warum nicht? Ich bin sicher, sie hat irgendeine Aufgabe für uns, dass wir irgendwo irgendwas sammeln sollen. Na, sag an. Oh, wer wagt es, mich zu stören? Ich bin hier gerade furchtbar beschäftigt. Oh, wer seid ihr Hübschen denn? Und, was führt euch her? Ich etwa? Nein, also... Ihr wollt mich also lediglich von der Arbeit abhalten. Also wirklich, das ist nicht nett. Nein, gar nicht nett. Oh, jetzt muss ich die verlorene Zeit wieder aufholen. Ah, ich hab's. Ihr werdet zum Ausgleich was für mich tun. Ja? Wirklich? Das ist ja nett. Ich ersticke nämlich in Arbeit. Dann legt mal los und geht auf Fröschfang für mich. Was? Frösche? Genau. Die kleinen schleimigen Viecher, die so lustig hoppeln, aber nicht jeden dahergehüpften Grünling. Ich brauche Rotfrösche von euch. Diese Art kommt nur in Alsdorf vor. Die Jagd kann also gleich hier beginnen. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Bringt mir ein paar schöne, frische Fröschchen, ja? Okay. zum Alstorm-Moor begeben. Da hat sie uns aber was reingedrückt. Lehrreich war das auf seine Weise in der Tat ein bisschen. Und mit der konntest du dich unterhalten? Ja, war echt lustig. Okay, wenn du meinst. So, dann gehen wir auf jeden Fall auch noch einmal in die Bar oder ins Restaurant, wie auch immer. Die Couch da hinten, die flimmert aber ein bisschen, oder? Guckt euch das an da. Ist eine Disco-Couch. Willkommen im Krähennest. Alles klar bei euch? Jo. Infos aus der Region? Jo. Sehr gut, Refugien eingezeichnet, sogar eine Quest, Parkplätze.
Ortschaften. Sammelstellen. Oh. Bei einer Nebenquest, die mitten in der Wildnis anfängt, scheint auch gleichzeitig eine Sammelstelle zu sein. Was darf sein? Das hatte ich schon. Kennys Fritten hatte ich auch. Kennys Lachs. Jagdaufträge? Würdet ihr euch der Sache annehmen? Welche Stufe haben wir jetzt gerade? Oder welches Level? Ich glaube 13, 14, oder? Gefährliche Garulas können wir nehmen. Besten Dank. Auch wenn die Viecher extrem tough aussehen. Moor und Totschlag. Nice. Viel Erfolg. Statt Mord und Totschlag, Moor und Totschlag. Hab's verstanden. Hals und Beinbruch, Jungs. Jo. Das ist genau das richtige Stichwort, denn wir wollen auf jeden Fall ein paar Jagdaufträge abschließen, damit wir auch endlich mal wieder an ordentlich Kohle rankommen. Ich habe immer noch so wenig Kohle wie vor einigen Parts. Dabei hätte ich schon längst deutlich mehr haben können. So. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wer... Ah, ist das Dave? Yo! Okay, los geht's. Lass mich raten. Ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Yep. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Auf weiter Flur Erkennungsmarke finden. Okay. So. Aber eins nach dem anderen. Aufgaben. So, wir haben jetzt hier einiges und das sollten wir erst einmal nach und nach, abhaken. Deswegen, gibt es irgendetwas Chocobo-Freuden? Ist für Stufe 15 sogar, uff. Wilde Wasser sind tief auf weiter Flur. Kriege ich 10 Erkennungsmarken, eieiei. Okay, das ist ein bisschen weiter in die Richtung. In der Klamm, in der Klemme. Ich würde sagen, wir machen als nächstes mal das hier, denn in Hammerhead scheint sich auch eine neue Quest aufgetan zu haben, genauso wie am Cup. Dort sehe ich jetzt auch was Neues. Also es gibt wieder einiges zu tun, wie man sieht. Und das würde ich nach Möglichkeit natürlich gerne ausnutzen. So, mit anderen Worten, jetzt wo wir erst einmal unseren Questlog vollgestopft haben, werden wir erst einmal zurückfahren. Automatisches Fahren, Aufgabenziel in der Klamm. Ja. Nein, nicht direkt zum Ziel fahren. Ich will die. Komm schon. Ich will die Bonus-FP haben. Sobald wir allerdings wieder in diesem Anfangsgebiet angekommen sind, sprich, wenn wir die Sperre durchfahren haben, werde ich erst einmal einen Schnitt setzen. Und je nachdem, ob der Part bis dahin auch lang genug geworden ist, werde ich ihn an dieser Stelle dann auch beenden. Ach, das ist gemütlich. Automatisches Fahren, die Natur bewundern, absolute Stille, keiner sagt was, okay. Aber ich muss schon sagen, ist ein herrliches Spiel, wirklich. Von der Umgebung her, es sieht sehr schick aus. Ja, die Charaktermodelle sind auch super. Generell das Setting ist auf jeden Fall jetzt auch schon nice, ne? Kaum ist das erste Kapitel vorbei, schon ist das, die komplette Hauptstadt eingenommen worden von der feindlichen Armee, die eigentlich ein Friedensabkommen unterzeichnen wollte, und dann kriegen wir es mit Truppen zu tun. Uff. Das hätte ich nicht gedacht, dass so etwas Krasses schon am Anfang des Spiels passieren würde. Ich dachte jetzt erstmal so, ach, chillig, so eine kleine Durchfahrt, ne, mit einem schicken Wagen, einer Jungstruppe. Scheint ganz nett zu werden. Ja, von wegen. Man kriegt direkt schon am Anfang so eine kleine Emotionsschelle reingedrückt. Und das hat der Noctis echt rübergebracht. Wie gesagt, noch einmal großes Lob an den deutschen Synchronsprecher von ihm. Der hat bei dem Königsgrab, bei dem ersten, das wir besucht haben, nochmal so ordentlich alles gegeben. Generell, ich finde die deutsche Vertonung hier wirklich sehr, sehr gut. Und ja, man erhofft sich das dann durchaus auch für andere Square Enix-Teile. Jetzt nicht nur für weitere Final Fantasy-Teile, sondern auch für andere Square Enix-Spiele. Kingdom Hearts! Entschuldigung.
Ich glaube, ich sollte langsam mal zum Arzt, ey. Nicht, dass ich Corona habe. Mensch. Naja. Oh, Prompto. Was ist denn los? Alles gut? Du, Noct? Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Wie gehabt? Mehr Fotos von Ignis, mehr von Gladio, mehr von Noctis. Ja, ist eigentlich alles gut so. Ist schön ausgeglichen. Passt schon. Eigentlich nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Prompto wird auch weit ganz gut so. Ich will hier jetzt niemanden bevorzugen, ne? Auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir auf diese Art und Weise viel zu wenig Fotos von Prompto selbst kriegen werden. Ich meine, der kann sich ja nur schwer selbst fotografieren, der gute Junge. So, okay. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Warum habe ich da... Okay, Ignis, aussteigen. Halt mal an. Verstanden. Wieso ist da ganz hinten ein Wegpunkt? Da wären wir also. Verstehe ich nicht so ganz. Und jetzt habe ich doch die ganze Fahrt über durchgequatscht. Aber ich gucke bei der Gelegenheit trotzdem vorsichtshalber auf die Zeit. Ja, ich könnte den Part jetzt theoretisch schon beenden, aber komm, den einen Jagdauftrag machen wir wenigstens noch. Freke Tauti. Momentchen. Nicht, dass die nachtaktiv sind. Nee, okay. Ich höre Magitech-Motoren. Abgegraste Stellen werden nach einiger Zeit wieder aktiv. Na toll. Werden jetzt Soldaten hier abgeworfen oder was? Ja, geil. What? Das sind doch Soldaten. Alter, aber wie viele? Kommen die auf uns zu? Oh. Ich will mich nur so kurz in ihre Nähe begeben, um zu gucken, welches Level die haben. Ach, easy. Nehmen wir auseinander, ja. Bams! Wow. Okay, 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 okay. Wow, okay, okay, okay. Die sind ein kleines bisschen härter, ich merke schon. So, erstmal wieder Heiltrank nutzen. Oh, Teamlink durch Warp-Angriff. Kreis. Was? Ja, ich drück doch Kreis. Was soll denn das? Oh. Ja, geil, ey. Hat ja mal gar nicht funktioniert. Danke. Jetzt aber. Ich drücke doch die ganze Zeit Kreis. Was mache ich denn falsch? Ach, muss ich einen Warp... Ich hätte einen Warp-Angriff machen sollen, ich Idiot. Ah. Okay. Ich dachte, ich müsste einfach nur Kreis dafür drücken. Scheinbar nicht. Na toll, diesmal hat es nicht gereicht. Ich war nicht rechtzeitig da. So. Puh. Alter Vater. Das war ordentlich. Wirksamer Treffer ausnutzen einer Schwäche. Ja, ja. So, jetzt aber der eigentliche Kampf, den ich eigentlich verfolgen wollte. Also mit anderen Worten, jetzt kann uns jederzeit Als wären wir fündig geworden. So ein Trupp überraschen, wie es scheint. Ich würde erstmal gerne das hier aufsammeln, bitte. Kann ich nicht, oder was? Wenn hier Gegner in der Nähe sind. Na, super. Dann mal los. Bams. Oh Mann, ey, Kamera. Wow. Oh ja, parieren. Bams. Ich muss auch dran denken, mit L1 auszuweichen. Wäre ganz nett, wenn ich da auch mal dran denken würde. Bams. Los, Prompto.
Nice. Oder willst du dich vor Sydney blamieren? Was? Sydney? Wo? Oh. Die Zeit ist rum. Nice. Ja. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Nice. Jawohl. Und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Ja, aber trotzdem. Wir können uns ja ruhig ein bisschen feiern. In der Zwischenzeit. Oh, so. Was für eine hübsche Farbe. Mhm. Wunderbar. Okay, aber bevor wir einem Informanten einen Bericht erstatten, würde ich natürlich sagen, machen wir weitere Jagdaufträge. Versteht sich von selbst. Ach, das ist da auch einigermaßen in der Nähe. Alles klar, das ist gut. Dann würde ich sogar eher sagen, mache ich zuerst Aufbäumen der Gejagten. Oh, Stufe 14 Auftrag ist auch direkt in der Nähe. Soll ich nicht? Allerdings muss ich da nachts hin, wie es scheint. Okay. Da in der Nähe ist ja ein Refugium. Dort könnte ich dann ja auf den Einbruch der Nacht warten. Das wäre ganz gut möglich. Okay. Dann, und da ich ja auch weiß, dass in Hammerhead ein weiterer Nebenauftrag auf uns wartet, würde ich sagen... Ich reite los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Okay, ich würde gerne den ganzen Song hören. So ist es nicht. Automatisches Fahren, Parkplatz, Hammerhead. Es steht da direkt als erstes und ich sehe es nicht. Lass nichts liegen. Okay, los geht's. Okay, komm, die Fahrt nach Hammerhead, die machen wir noch. Dauert ja nicht lange. Zack. Und dann beenden wir den Part für heute endgültig. Die Quest nehmen wir dann auch erst im nächsten Part an. So, jetzt können wir schön nach und nach die ganzen Aufträge erledigen. Uns Kohle verdienen, Erfahrungspunkte. Hoffentlich auch an einem Ort ankommen, wo wir etwas mehr Erfahrungspunkte kriegen. Wo wir dann halt vielleicht sogar einen doppelten Erfahrungsbonus kriegen. Wäre ganz geil. Vielleicht komme ich bis dahin sogar noch zu dem Hotel, wo ich einen dreifachen Bonus bekomme. Keine Ahnung, aber könnte ja sein. Ich bin sehr gespannt. Jetzt geht das Spiel auch wieder richtig los, ey. Ne, so viel zu tun. Noct, es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Das sagst du so leicht. Euer Majestät, bitte haltet euch mit eurem... Mit einer Pause. Ja, gute Idee. Oh Mann, ey. Okay, wo ist jetzt der Startpunkt für die Quest? Ach, da hinten. Oder was? Yo. An dieser Eisenstange. Okay, was auch immer wir dort starten werden. Wir werden es erst im nächsten Part herausfinden. Und wir werden auch herausfinden, ob Noctis sich dort eventuell doch dem Kapitalismus hingibt. Entgegen des Ziels von Ignis, der jetzt aus irgendeinem Grund komplett ausrastet und wegläuft. What the fuck? Was willst du da hinten, Alter? Naja, was soll's. An dieser Stelle ist dann erstmal Schluss für heute, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.